Kommen wir zurück nach Deutschland. Die Erkältungswelle, die ist ja in vollem Gange und die Hausarztpraxen, die sind eben aufgrund dieser Infektwelle bereits am Limit und das, obwohl die eigentliche Grippesaison, zumindest auch nach Angaben der Mediziner, noch gar nicht begonnen hat. Angesichts der Überlastung fordert der Verband der Hausärzte und Hausärztinnen nun bessere Bedingungen. Derzeit würden die Wartezeiten für die Patienten immer länger, für die eigentliche Behandlung bleibe dann kaum noch Zeit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der kündigte für Januar einen Krisengipfel an. Vorschläge zu weniger Bürokratie und einer Honorarreform würden bereits seit Monaten vorbereitet, heißt es. Der Virchow-Bund der niedergelassenen Ärzte teilte mit, dass zwischen dem 27. und dem 29. Dezember dann tausende Praxen aus Protest gegen die gegenwärtige Gesundheitspolitik geschlossen bleiben sollen. Und zugeschaltet aus dem Weimarer Land ist mir nun Dr. Ulf Zitterbart, Vorsitzender des Thüringer Hausärzteverbandes. Herr Zitterbart, ich grüße Sie. Grüße Frau Poste nach Berlin. Also wir haben die Klagen vernommen. Die Hausarztpraxen, die würden jetzt schon auf dem Zahnfleisch gehen. Wie erleben Sie denn diese aktuelle Erkältungswelle? Ja, wir erleben das auch genauso, wie Sie es eben beschrieben haben. Es sind sehr, sehr viele Patienten mit verschiedenen Infektionskrankheiten bei uns. Wir haben auch zunehmend Durchfallerkrankungen wieder da. Wir haben RS-Viren-Infektionen, wir haben Corona-Infektionen natürlich. Also die Praxen sind voll und wie Sie schon eingangs gesagt haben, es funktioniert nicht mehr alles so gut, wie es vielleicht 10, 20 oder auch 30 Jahre lang funktioniert hat. Die Hausarztpraxen haben einige Probleme und deswegen begrüße ich sehr, dass Herr Minister Lauterbach den Krisengipfel anberaumt. Ja, lassen Sie uns auf die Probleme vielleicht noch mal gucken. Genau, der Krisengipfel im Januar soll er dann stattfinden. Weniger Bürokratie und auch mehr Geld ist da das Stichwort. Welche konkreten Maßnahmen bräuchten Sie denn eigentlich, um da kurzfristig auch für Abhilfe zu sorgen? Also ich denke, kurzfristig wird gar nicht viel möglich sein. Man muss wirklich langfristig planen. Also gerade in unserem Bereich geht es schon mit der Ausbildung, mit dem Studium los. Wir haben seit mittlerweile fast 7 oder 8 Jahren eine Reform des Studiums in die Wege geleitet, die auch beschlossen wurde, die aber von der Politik nicht umgesetzt ist. Wir müssen die Versorgungsstrukturen ändern. Wir müssen von bestimmten Dingen auch uns verabschieden, dass jeder für 3 Tage einen Krankenschein braucht zum Beispiel. Da sind viele, viele Punkte, die verändert werden müssen. Honorar spielt eine wichtige Rolle auch natürlich, gerade weil die Gehälter der Angestellten deutlich gestiegen sind, weil die Nebenkosten gestiegen sind. Und das Honorar der Ärzte ist im letzten Jahr um 3,8% nur gestiegen. Und wir sind ja aber nicht diejenigen, die das vereinnahmen, sondern es sind ja immer Unternehmen. Das sieht die Bevölkerung meistens nicht. Aber wir sind Praxen, unsere Praxis hier, 13 Mitarbeiter leben von diesem Honorar. Und da muss natürlich auch drüber geredet werden. Was waren denn in Ihren Augen die größten Fehlentscheidungen? Weil Sie haben jetzt auch gesagt, also kurzfristig ist das jetzt eh nicht mehr zu lösen. Man muss auf die lange Bank denken. Was hat man denn in den letzten Jahren am meisten falsch entschieden? Also ich glaube, dass in den letzten Jahren zu viel auf die Krankenhäuser geschaut wurde. Man hat sich sehr darum gekümmert, dass die Krankenhäuser funktionieren. Das ist auch wichtig, das haben wir auch gesehen, das brauchen wir natürlich. Aber man hat die ambulante Medizin so ein bisschen vergessen und hat die ambulante Medizin so weiter wursteln lassen, wie es so immer war. Und das funktioniert mit einer zunehmend älteren Bevölkerung, mit einer Bevölkerung, die einen wesentlich höheren Bedarf an Versorgung hat, nicht mehr. Infolgedessen haben sich einige von dem Hausarztberuf dann abgewandt. Wir haben im Moment ungefähr 5000 freie Stellen in Deutschland. Das ist wirklich eine Menge. Und das wieder aufzuholen, da braucht man noch einige Zeit. Aber wir brauchen jetzt die Reformen dazu. Also die Reformen, die Sie fordern, der Gipfel dann im Januar. Nun habe ich auch schon eben angesprochen, es soll auch noch zwischen den Jahren eine Art Streik geben. Also viele Praxen, die könnten dann noch geschlossen bleiben. Ist das nicht eigentlich auch wieder am falschen Ende angesetzt? Also gerade diejenigen, die jetzt vielleicht noch am Weihnachten sich bei Verwandten anstecken, gucken die dann nicht am Ende wieder in die Röhre? Die Politik sieht ja offenbar auch das Problem. Also das sehen Sie genauso wie ich und wir als Hausarztverband haben zu diesem Streik nicht aufgerufen, explizit, wir in Thüringen nicht und auch der Bundesverband hat nicht dazu aufgerufen und unsere Praxis wird auch zwischen den Feiertagen offen sein, so wie viele andere Hausarztpraxen auch. Genau aus den Gründen, die Sie sagen, wir haben keine bestellten Patienten, die kommen zu ihrem Knie angucken oder zum Herzultraschall machen oder ähnlichen, wo man etwas planen kann, sondern wir haben Patienten, die wirklich akut eine Not haben und die uns erreichen müssen und das tun wir auch. Vielleicht noch kurz der Ausblick, denn die Grippewelle an sich hat ja eigentlich noch gar nicht begonnen. Das heißt, Sie rechnen eigentlich auch noch mit einer Verschlimmerung der Lage in den Praxen in den nächsten Wochen und Monaten? Hoffentlich nicht. Also möglich ist das natürlich, aber die richtige Grippe kommt ja in der Regel erst im Januar.
Aber wir können schlecht vorhersagen, wie es wirklich ausgeht. Wir haben auch gut gegen Grippe geimpft, nicht so viel, wie man hätte, wie es hätte sein können. Ich denke, 50% der zu impfenden Bevölkerung ist gegen Grippe geimpft. Und vielleicht reicht das aus, um die Grippewelle nicht so hoch anschwellen zu lassen. Das werden wir sehen, das wäre ein Blick in die Zukunft. Ich hoffe nicht, dass es noch schlimmer wird. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, Herr Dr. Zitterbart, und vor allem auch uns allen, dass also nötige Reformen bald in die Wege geleitet werden. Denn keine Termine mehr in Hausarztpraxen zu bekommen, das ist natürlich wirklich eine, ja, Katastrophe für viele, die darauf angewiesen sind. Danke Ihnen. Vielen Dank. Schönen Gruß nach Berlin. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.